Thank you.
jeans. Black guy, the jeans. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr die allererste Tribute-Band in der Geschichte des Rockpalasts seid? Ja. Und seid ihr stolz drauf? Ja, in der Tat. Also, ich habe da nie mit zu rechnen gewagt, dass der Rockpalast von selber da drauf kommt. Und als sie dann angefragt haben, da war das wirklich so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und bei der nächsten Probe, Jungs, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass der Rockpalast uns aufzeichnet. Und da war das Strahlen groß. Ihr bringt die AC/DC-Titel sehr originalgetreu auf die Bühne. Reizt es euch nicht manchmal auch, Versionen zu spielen, die stark von den Originalen abweichen? Überhaupt nicht. Also unser Ziel ist eigentlich,
die Sachen so zu bringen, wie wir sie kennen, wie wir sie lieben. Weil letztendlich sind wir ja auch Fans. In erster Linie sind wir Fans, weil wir haben Spaß an dem, was wir machen. Und irgendwelche Abwandlungen oder Spezialversionen ist wirklich nicht das, was wir wollen. Wir wollen die Sachen so spielen, wie AC/DC sie spielen. Wie wir sie geil finden. Ja. Also es ist, wenn ich AC/DC gesehen habe oder wenn ich sie auf Platte höre, dann könnte ich immer in den Tisch beißen, weil ich es so geil finde. Und warum muss ich es denn dann muss ich ja nicht dran rumkaspern. Irgendwie, dann will ich selber auch in den Tisch beißen, wenn ich's spiele. Also es gehört so und so wird es auch gemacht. Verdammt. Ihr spielt hauptsächlich natürlich Songs aus dem Repertoire vor 1979. Hängt das nur mit dem Sängerwechsel zusammen oder meint ihr auch, dass das Repertoire nach 79 von AC/DC schwächer geworden ist? Würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Es ist einfach so, dass wir das Zeug gehört haben, als wir 14 und 15 waren. Und das hat sich einfach total festgesetzt. Wenn jetzt irgendwelche jüngeren Leute den Kram hören, die werden andere Vorlieben vielleicht haben. Aber für uns ist es einfach so, dass die alten Sachen die geilsten einfach sind. Ich glaube, es ist auch so, dass die AC/DC-Musiker natürlich auch ein bisschen älter geworden sind. Und diese Aggressivität, die sie auf den ersten Platten haben, die haben sie natürlich ab einem gewissen Kontostand und einem gewissen Alter nicht mehr in der Form. Da gibt es immer noch wirklich tolle Nummern, aber irgendwie sowas wie Whole Lotta Rosie ist halt nicht noch mal gekommen. Also, dass sich halt so ein Song festbeißt wie ein Terrier. Bei dem Erfolg, den ihr jetzt ja eigentlich habt als Tribute-Band, reizt es euch dann nicht, den Schritt vom Freizeitmusiker zum Profitum zu machen? Seit 89 seid ihr, glaube ich, zusammen oder seit 89 spielt ihr als Dirty Deeds und dann Dirty Deeds 79, aber immer nur in eurer Freizeit. Hätte es da nicht nahegelegen, bei der Basis, die ihr ja schon habt, vielleicht den Schritt ins Profitum zu wagen? Also ich glaube, dass es uns als Band nicht wirklich gut tun würde. Es ist natürlich prima, wenn man mit der Musik sein Geld verdienen kann, aber der Spaß, den wir da jetzt dran haben, dass man sich wirklich jedes Mal auf das nächste Konzert freut und so, der geht natürlich ein bisschen verloren, wenn du einfach jeden Tag spielen musst. Und das wäre, glaube ich, nicht so richtig gut. Ja, und es gibt noch einen anderen Punkt natürlich. Wir sind eine AC/DC-Coverband und davon gibt es so viele wie von keiner anderen Band. Also es gibt Queen-Coverbands, aber dann nur eine Handvoll. Es gibt irgendwie Sachen wie Still Collins oder sowas. Aber davon kennt man dann nur ein oder zwei. Und allein wir könnten jetzt wahrscheinlich irgendwie 20 oder 30 hier auf der Couch runterbeten an AC/DC-Coverbands. Und die bedienen natürlich alle einen Markt. Darum wäre es vielleicht auch schwer, das umzusetzen in der Form. You know.
Sockelamt. Aber die ist seriell. 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 Yeah. 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 Hell yeah. Yeah. Highway to hell yeah. Way to hell!